man auf jeden Fall dem nachgehen. Ich rede mal mit den beiden. Hey, you two. How are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry. How are you, Lee? Traut ihr allen hier? You guys, trust everyone here? More or less. I obviously have my problems with Lily, but I don't distrust her. Yeah, we can't turn on each other any more than we have. Do you guys know anything about this broken flashlight? Fuck. We don't got many of those. Yeah, it's a problem. The glass and the bulb are all busted out. I saw some broken glass over by the ice machine. I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it. I forgot, though. Das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt. About the guns. Don't you start. I just wanted to say, Kat, it's probably good they make you uncomfortable. Thank you, Lee. But we need them. There's no doubt about that. Ja, ich werde mal nicht auf Lily ansprechen, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was er jetzt hören will. Dürfte ihn auch nicht interessieren, dann gehe ich mal kurz zu Carly. Sprech mal mit ihr, oder sie wollte ja mit mir sprechen. Keine Ahnung worüber. Ich werde es wohl jetzt erfahren. Beziehungsweise wir. Ja, sie denkt, Supplies have been walking away. Really? There's some broken equipment too. I'll look into it. Thanks for doing that. What I wanted to say was, I've been thinking a lot about you. I think about you too. Our group is small. You're small. Du bist klein. You're a convicted killer. Carly, Jesus. And I think people should know. Not because they deserve to, and not because you're a bad man. I think the opposite of those two things. People need to know because we're hanging by a thread here, and I can't see Lily talk about you without thinking it's the next thing she's going to say. You don't have to tell everyone, but think about who you trust and take the opportunity while you have it. You're probably right. Of course I'm probably right. People might be pissed, and telling them might cause some trouble, but it will be a far cry from what'll happen if they don't hear it from you. Yeah. So you'll do it then? I'll let people know. You're totally right. Good. I think it's for the best. Ooh. Now, is there anything else you want to talk about? Sind Leute bereit für die Wahrheit? Fühlst du dich hier sicher? Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor in a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time. But there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. Do you know anything about this flashlight? It's broken. I know it's broken. And the batteries might be in backwards. Ha 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 ha. Du bist ja lustig. Everything should. What was the question? Did you break the flashlight? No. Okay. You, have any thoughts about Lily? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. I'm gonna look into this thing. Good idea. Auch in so einem postapokalyptischen Szenario muss doch ein wenig Platz für Romantik sein. Finde ich. Mal so, am Rande. Aber wir müssen uns ja mit wichtigeren Dingen beschäftigen, und zwar
Sounds like Kenny actually has that thing running. I'll believe it when I see it. Mit dem Fall der kaputten Taschenlampe, den wir gerade bearbeiten. Hey, what's up, Lee? Did you ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Oh, I didn't mean to say it's crappy or anything. It's super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is... A flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous and maybe you went out to go to the bathroom, broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay, then. Ich glaube, ihm werde ich das mal nicht erzählen. She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Weil ihm geht's nichts an. Talk to you later, Bill. So. Bye. Dafür kennen wir uns auch noch nicht gut genug. Ich würde es den beiden, glaube ich, sagen. Und das war's eigentlich mehr. Haben wir ja nicht mehr. Hi, guys. Hallo, Leute. Das ist total bekloppt. Warum muss ich dir das denn einzeln sagen? Ich kann das denen auch zusammen sagen. Warum gibt's die Option nicht? Kenny, you got a second? Na, dann muss ich euch das halt einzeln sagen. Yeah? What do you got? Wenn das so ist, ist das so. Max, ich weiß gar nicht mehr, wie er reagiert. Okay, should I sit down? Come on. Ich fange erstmal klein an. On my way to prison 3 months ago. No shit. No shit. Ohne Scheiß. Wasn't for touching kids, was it? No, it wasn't. Because we got two here. I killed a guy in a fight. Should I be worried there's anything else in your past that's gonna come out? No. Good. But you should know, if we gotta make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. Tja. Ob das jetzt gut oder schlecht war, das ist eine andere Sache. Das werde ich dann wohl erstmal erfahren. Aber ich muss ihr auch nochmal dasselbe erzählen. Sure. Is everything okay? Dass ich das denen nicht beiden einfach so erzählen kann. Ach, da ist ja Clementine, die habe ich ja voll übersehen. Ich sag ihr das auch ähnlich. On my way to prison 3 months ago. Wie Kenny. You've always looked at me with kind eyes. I wonder if you could still do that if you knew I was a convicted felon. My goodness, for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife, That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy. It doesn't matter. Larry died. Did you kill him? He didn't tell. Sure. Nobody tells me anything. How long has everybody else known about you? They haven't. Well, thanks. I'm not happy to hear it, but thanks. Ich sag ihm mal lieber nicht, dass Kenny es war. Das Bild ihres Mannes soll mal unbeschadet bleiben. Warum hab ich dich denn nicht gesehen, Clementine? Du bist einfach zu klein. Hey, Clementine. Hey, Lee. What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See? It's the same. Kind of. Ah, that's really something. I'll make one for you, too. Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That'd be a good thing to know. Aber sie weiß es doch eigentlich schon. Sie hat uns doch
zugehört, als ich mit Carl oder als Carly sagte, sie weiß, wer ich bin. Aber ich sag's ihr trotzdem nochmal. Okidoki. The day you and I met, I was in a car accident. I remember. Your leg was bleeding. The car I was in was a police car. And I was on my way to jail for committing a crime. I need to tell you now, because I don't want you to hear it any other way. Okay. Do you have anything to say? I don't think so. You can go on back to your things. Nein, ich war noch gar nicht fertig, mit dir zu reden. Hallo? You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow. Did you do that? Yes. I'll talk to you later, Claire. Okay. Er schiebt mir immer die Schuld zu. Er sagt, ich habe ihm einen Käfer aufs Kissen gelegt. Warst du es? Ja. Hat er doch recht. Ach ja, die kennen das. So, erstmal weitergehen hier. Moment. Hallo? Gibt's hier noch? Nee, hier kann ich. Moment, hier kann ich nicht hin, ne? Nein. Gut, dann werde ich mal hier die Spuren sichern am besten. Und zwar erstmal hier gucken. There's some broken glass on the ground there. Und dann gucken wir uns das Glas auch noch mal ein bisschen genauer an. Es passt. Ein X. Ein X markiert die Stelle. There's something drawn there. Chalk. Pink. Dark. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Tja, das ist zufälligerweise eine ähnliche Kreide, die Clementine hat. Ich glaube, ich werde sie mal darauf ansprechen, ob sie Kreide vermisst. Oder sonst was. Was ist das denn? Frage nach Kreide. Moment. Hier kann ich auch nach der Kreide fragen, dann tue ich das mal eben. Seen any chalk around? Ah, yes. Clementine loves to draw with it. Yeah, of course. I'll talk to her. Dann gehe ich mal zu ihr. Obwohl ich nicht weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das war. Hey, Clementine. Hey, Lee. Do, you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Hmm. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst, Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues. Yeah, Duck, I got it. Good job. Mein Sidekick macht gute Arbeit. High five. Cool. Duck findet uns super klasse. Das finde ich doch auch super klasse. More chalk. Okay, da ist sie. Ich kann mit Duck auch noch mal reden. Machen wir mal. Have you found anything else? Just the chalk. I also found some bugs underneath the stairs. Don't tell Clementine. Okay. Okay, I won't. So, du scheinst viel darüber zu wissen. You seem to know a bit about all of this. The chalk, you found the scuff here. This is gonna sound crazy, but you're not involved, are you? Wie da steht. Ja gut, ich glaube ihm mal, dass er die nicht kaputt gemacht hat. Erstmal hier nochmal die Kreide anfassen mit meinen CSI-Fähigkeiten. Wenn wir da mal hier einfach mal das Tor verschieben. Yeah, Duck, you did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Wir haben das alles mal hier abgecheckt und wir wissen ganz genau, das ist dieselbe Kreide. Vom selben Hersteller, der gleiche Farbton und so weiter und so fort.
Wir wissen jetzt bestens Bescheid. So, wo muss ich denn jetzt hin? Achso, ich kann mir das hier angucken. Those bandits gave us hell, but they've been quiet for days now. Tja, soll mir egal sein. Kann ich die eigentlich wieder zumachen? Oder gehe ich dann wieder rein? Achso. Ja, super. Ich wollte überhaupt nicht reingehen. Ich dachte, er schiebt sie oder zieht sie dann wieder zu. Aber gut. Dann gehen wir halt nochmal raus. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ich gehe mal kurz hier lang. Was der? Oh, was haben wir denn hier? Da ist doch was drin, das sehe ich doch von hier. Eine Tüte mit Alkohol drin. Oder mit was anderem. Okay, sie hatte tatsächlich recht. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer war es? You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall, and there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? Was denn jetzt? Who the fuck is that? We've got our people out there. Okay. Verdammte Scheiße. Jetzt ist aber wohl... What the hell are you... Stall him. What? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. Es dürfte wohl klar sein, wieso sie seit ein paar Tagen nicht mehr angegriffen haben. Enough of this bullshit! Drew, stop putting your boot to these doors! Yeah! Hold it, asshole! Take it easy. Ja. Why are you doing this? Just leave us the fuck alone! Why? This fucking guy! Why? Because we gotta! That's why! Mal fragen, ne? Wir sollen die ja hinhalten. You got it. Done. Is that so? Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. Man, shut up, or... Christ! Oh shit! Sehr gut, Lily. Bam, bam. Oh oh. Einfach mal abdrücken. Und er lebt noch, ich habe ihn voll in den Rücken geschossen. Wie kann der noch leben, ist er? Oh oh. Oh, Ben. Bleib einfach, wo du bist. Okay, scheint es, als ob wir uns jetzt verpissen. Okay, du musst rauskommen. Das Problem ist, da ist einer. Du bist tot. Dann geh rein, halt's Maul. Wir haben keine Zeit. Ach, du Scheiße. Ja, wunderbar, die kommen jetzt auch. Habt ihr klasse gemacht, ihr kleinen Spacken, ey. Dich abknallen, dich abknallen. Wo sind noch? Hier müssen noch mehr sein. Da läuft noch einer. What the fuck? Wieso kann ich nicht richtig zielen so? Show me your head. Alter, jetzt sind wir hier voll in den... Ach du Scheiße. Bin ich hier der Einzige, der schießt? Die anderen sind irgendwo? Und machen nichts. Wir werden so einfach, wenn wir niemanden zurücklassen. Ah, jetzt müssen wir auch noch gegen die kleinen Kackwürste kämpfen. Das ist doch zum Kotzen, ey. Aber gut, kein Problem. Wir verteilen die Headshots, als wäre das Zuckerwatte. Ah, nochmal auf die andere Seite. Oh, die kommen aber gefährlich nah, muss ich sagen.
Das Lustige ist, egal was wir machen, wir machen immer nur Headshots. Tja, du solltest dich beeilen, wenn du mit willst. Entweder das oder du stirbst. Also verlassen wir das Motel.